So, hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine Runde nochmal mit unserem Kriegerdeck. Ihr seid an der linken Seite. Es hat sich eigentlich nichts großartig dran verändert. Wir haben immer noch zwei Legendaries drin. Und halt eben die, eine epische. Sehe ich noch? Garrosh gegen Gul'dan! Keine auf den ersten. Eure Seele wird mir gehören! Also, ihr seht, ist noch. Kann man noch als halbes Anfängerdeck halt eben zählen. Und unsere Starthand sieht ja nett aus. Der Berserker bringt uns nichts. Der bringt uns erst recht nichts. Und hier eigentlich auch nichts. Lassen wir lieber mal. Na gut, er wird wahrscheinlich wieder irgendeinen Quatsch mit Dämonen spielen. Das wird wahrscheinlich wieder irgendein Zoodeck sein. Deswegen spielen wir die Runde einmal so. Schauen wir mal. Gut, ein Beutehamster. Kann ich Bedarf würfeln? Den können wir raus. In der Hoffnung, dass er jetzt. In der Runde, wir waren ja eh schon ein bisschen im Nachteil. Er wird jetzt irgendwas spielen, wahrscheinlich irgend so ein Kleinviech. Nee, spielt gar nicht. Bewunderung macht sich breit. Und deswegen ergreifen wir mal an und erhöhen auf 32. Beantworte kurz die Nachrichten. Runde 3. Irgendwie droppen gerade nicht so die Karten, die ich gerade hätte. Ist gerade echt ein bisschen peinlich. Aber das scheint irgendeine verrückte Combo wieder zu sein, wo er einfach probieren muss durchzuhalten. Das sollten wir jetzt. Ja. Das war klar. Und natürlich, was habe ich nicht? Kein Hinrichten. Es war so klar. Wir müssen aber hier eigentlich nur eine Runde kurz durchhalten. Und das machen wir auch entsprechend. Weil dann können wir ihm die Karte kopieren. Und das Ganze da auch zu bearbeiten. Ich glaube, das machen wir auch. Mein Schild für Argus! Perfekt! So ein 15er ist natürlich was sehr, sehr schön. Schnappen wir uns. So. Und haben wir noch was? Nee. Dann lassen wir's. Ja, das ist ein Großkartendeck. Okay, er muss gerade alles raus. Geht. Und haut uns eine ein. Warum kriege ich kein Hinrichten? Wenn ich einmal eins brauche, dann kommt natürlich keins. Und wir müssen hier natürlich jetzt gerade wirklich hier richtig reinhauen. Wir haben. Ja, wir haben. Ich frage mich ob. Sollen wir einen Großkartenzieher machen? Ich kann natürlich noch den Vierer spielen, zusammen mit dem Einser, aber es bringt nichts. Deswegen würde ich sagen. Wir müssen den Tank irgendwie wegkriegen. Allerdings wird das echt teuer, wenn wir das jetzt da drüber machen. Ich glaube, ich mache einen Multikarten-Ziehen. Was jetzt? Ich gebe ihm 2 Schaden. Ah, perfekt. Eure Magie wird euch nicht retten. Eine Karte, die ich immer wollte. So, jetzt ist er eigentlich recht blöd.
Und jetzt machen wir noch einmal Wirbelwind. So. Und greifen. Ja, Glück muss man manchmal haben. Für Nasjata. Okay. Es ist ein 12er Schaden da. Und ich hätte sogar. Allerdings wird Emmy jetzt natürlich noch einen hier wegnehmen. Gut, sehr schön. Wir haben hier einen 4er Schaden, einen 5er Schaden. Wir haben 2 verletzte Karten. Deswegen spiele ich jetzt. Ich will Karten. Ach, ich kriege ja nur für. Für einen Befreundeten kriege ich ja nur Schrott. Das war wirklich blöd. Allerdings haben wir hier noch 24 und das Ganze sollte. Was jetzt? Sollte eigentlich dafür reichen, dass wir. Dass wir ihn noch umhauen können. Deswegen probieren wir jetzt ganz schnell, ihm noch hier reinzuhauen. Wir haben hier 2 Schaden. Wir haben hier 2 Schaden. Das heißt, wenn er jetzt nicht hängt, dann sollten wir das Spiel eigentlich beendet haben. Ach, wir spielen. 2 Schaden können wir natürlich nicht durchspielen. Wir brauchen noch einmal einen Sturm. Na, perfekt. Wir haben es geschafft. Wir legen uns eine Waffe an. Wir hauen uns auf 6 hoch. Gut gespielt. Danke. Ja, nachdem wir durch die Mauer waren, ging es eigentlich recht gut. Und ja, seine Kombination war natürlich jetzt so, dass er. Was seht ihr da unten auf dem Bug hier? Schwebt noch eine Karte rum. Ja, seine Kombination war natürlich halt eben so gespielt, dass er komplett auf seine Kombos halt eben gespielt hat. Und durch den Dispeller konnten wir ihn dem rausnehmen. War natürlich eine teure Angelegenheit. Und danach haben wir ihn eigentlich komplett ignoriert. Ja. Gut, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim guten Jakob für das interessante, ja, für die interessante Strategie, auch wenn ich sie nicht ganz kapiert habe. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir sind dann schon gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao.